Hallo und herzlich willkommen zu meinem Kanal am 1.7.2020. Heute war Sonja da, meine Mutter ist noch immer im Spital, kommt am Freitag nach Hause und wird am 20. August operiert an der Galle. Sie hat drei große Gallensteine und die werden rausgenommen. Bis dahin muss sie schon Kost essen. Darunter werden wir auch leiden, aber mitgehangen. Sonja war heute da. Es war ganz nett. Wir haben einen Nagel neu gemacht. Kinder. Und getratscht. Wir waren im Kaffeehaus und auf der Bank und Zigaretten kaufen. Und dann haben wir uns rausgesetzt, haben Kaffee getrunken, haben also noch mehr Kaffee. Und ich habe jetzt gegessen und es ist 19:33 Uhr und bin jetzt ins Bett gegangen, weil ich ziemlich Kreuzweh habe. Morgen kommt Sonja wieder. Morgen ist Donnerstag, da kommt die Volkshilfe, Gott sei Dank, weil meine Haare sind schon mehr als fragwürdig. Es wird Zeit, Haare zu waschen und duschen zu gehen, obwohl ich körperlich eigentlich sauber bin, weil ich mich wasche und so. Aber duschen geht halt nicht alleine. Und Haare waschen. Und da Mama erst am Freitag nach Hause kommt und noch ziemliche Schmerzen hat, machen wir das mit der Volkshilfe. Und am Samstag kommt sie auch. Und es sind 2 Tage, wo ich aufstehen muss, aber ja, bleibt mir nichts anderes über. Sonst war ich heute bei Kerstin und wir haben diese Vorstellungsübungen versucht und diese Imaginationen mit dem Bild des Hauses, das die Fenster schließt, wenn es zu viel wird oder wenn zu viele Reize auf einen eindringen und auch die Nachtangst ein bisschen in den Griff zu bekommen, das Zu-Bett-Gehen leichter zu machen und haben so geübt, dass ich halt über positive Dinge nachdenke, wenn ich schlafen gehe und mich dann halbwegs entspanne. Und ich mache das jetzt auch schon ein paar Tage, dass ich mir 3 positive Dinge des Tages sage und am nächsten Tag vorbereite, sozusagen, was ich am nächsten Tag vorhabe und was daran positiv ist. Und das mache ich zwar nur im Kopf und schreibe es mir nicht auf, aber es hilft schon einiges. Die Übungen fallen mir nicht recht leicht, weil ich mich kaum konzentrieren konnte im Gespräch. Ist mir ziemlich schwer gefallen, aber ich weiß nicht, ob Kerstin das gemerkt hat, aber ich habe versucht, mir das nicht anmerken zu lassen. Habe dann auch nicht viel dazu gesagt, aber ich konnte mich schon darauf einlassen, aber halt nur teilweise. Und ja, es war ziemlich schwierig. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht's leichter.
Wir hatten auch nur 45 Minuten, weil gestern etwas zu spät gekommen ist und dann noch eine Frau sie aufgehalten hat, weil die was nachfragen wollte und es hat auch ein bisschen gedauert. Und deswegen hatten wir nur 45 Minuten und das ist mir immer zu kurz bei Christoph. Aber wir haben sie eigentlich sinnvoll genutzt und es war ganz hilfreich. Ich werde jetzt heute die erste Imagination versuchen anzuwenden beim Schlafen gehen oder vom Licht abschalten, weil ich ja immer so Angst um meine Eltern und so habe und dass da was Schlimmes passiert oder so und auch wegen meiner Krankheit und so. Ich habe halt ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht und auch ziemlich viele Geschichten gehört und bin da von der Kindheit her auch immer sehr beeinflusst, was das Schlafengehen angeht und habe damit so meine Probleme, aber das wisst ihr ja, dass ich nachts Panikattacken habe und so. Sie halten sich seit Jahren in Grenzen und sind kontrollierbar, aber es wird teilweise richtig unangenehm. Sonst gibt's nicht viel Neues. Man kommt, wie gesagt, Sonja auch. Und wir haben noch nichts geplant für morgen. Aber mal schauen, was sich so ergibt. Und meine Eltern müssen noch zur Rettung fahren wegen den Siebten, dass ich da mit der Rettung zum Christopher und von daher. Das muss noch geklärt werden, aber bis 7. sind noch 6 Tage Zeit. Und sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Meine Haut ist mittelmäßig. Einige Rötungen, aber es sind keine Mittelste. Einige Rötungen hier. Das lässt sich abkratzen. Ah, das ist eine Kruste. Und hier noch ein Fleck von einer Mitte. So. Aber da ist nichts mehr drin. Das Polish Choice Mittel verwende ich selten. Wenn meine Mutter nicht zu Hause ist. Aber ich verwende sie. Deswegen hält es sich auch in Grenzen. Aber man merkt auch, dass ich sie weniger verwende. Und die Narbentiefe hat schon wieder zugenommen. Die Weite ein bisschen besser, aber da sieht man noch die Narben von den Mitessern. Und die Haut ist ziemlich ölig. Aber das geht morgen mit dem Duschen auch weg. Und dann hoffentlich fühle ich mich wieder wohler und ja. Aber sonst gibt's nicht viel Neues. Ich möchte mir heute noch ein Video über Meditation anschauen. Meditation und die Forschung dazu. Wird ja fast nicht geforscht, soweit ich weiß. Aber dann weiß ich mehr. Und ja. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.